Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Ich möchte schauen, was die nächste Woche schon für dich bereithält. Wow, das Gericht für dich in dieser Woche. Wir haben hier eine Karte, da geht es häufig um Ausgleich bzw. ein gerechtes Urteil, was gefällt wird. Häufig ist es auch so eine karmische Karte. Das heißt, wenn du dich schlecht verhalten hast in letzter Zeit, wenn du vielleicht egoistisch warst, dann kann das sein, dass das Karma jetzt das Urteil fällt und die Bestrafung kommt. Gleichzeitig, wenn du dich besonders gut verhalten hast und besonders aufmerksam warst zu deinen Mitmenschen, kann das sein, dass jetzt eine Belohnung auf dich zukommt. Ne? Das ist immer so eine typische Karte, die erinnert an so einen typischen Gerichtssaal. Es werden alle Indizien auf den Tisch gelegt, es wird entschieden und dann gibt es ein gerechtes Urteil vom Universum. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, hier geht es nicht um Selbstjustiz, sondern Karma regelt, nicht wir, ja, oder das Universum regelt. Der Vollständigkeit halber, ich gucke in dieser Woche bereits auf die nächste Woche. Das heißt, das ist die Kartenlegung für die Woche, die am 31. Juli beginnt und am 6. August endet. So, damit ihr ein bisschen vorbereitet seid. Ich mische mal die Karten locker in der Hand. So, oh, Königin der Stäbe kann das Urteil aber nicht abwarten. Sie hat eher so die Attribute ungeduldig, mit dem Kopf durch die Wand, feurig, temperamentvoll. Königin der Stäbe möchte am liebsten selber regeln. Das kann sein, dass du dich hier in dieser Woche in der Königin der Stäbe-Position befindest und einfach sagst, oh, das geht mir hier zu langsam, was soll das? Es geht mir zu langsam, ich möchte, dass das jetzt endlich aufgelöst wird, ne? Aber auch da wäre tatsächlich die Mahnung oder der Rat, die Gerechtigkeit, das Universum und das Karma regeln das, nicht du. Hier ist tatsächlich eher die Anweisung, bleib auf deinem Thron sitzen, auch wenn es dir unter den Fingernägeln brennt. Guck, dass du nicht hier in die Selbstjustiz reingehst. Und dann, okay, sehr schön. Du hast auf jeden Fall eine sehr schöne Karte dazu. Also, Zurückhaltung ist hier Trumpf. Na, wir haben hier mit dem Ass der Münzen haben wir eine Karte, wo man sagt, okay, guck nicht auf das Schlechte, guck nicht, wer dir was Blödes angetan hat, sondern hier schau auf die glücklichen Momente. Wie gesagt, wenn du hier in so einer, ich sag mal, Opferposition bist, wird das Universum dich belohnen mit sehr viel glücklichen Situationen und Chancen, die du hier wahrnehmen kannst. Ich sage mal bei dieser Karte, das ist so wie so ein Apfelbaum voll mit goldener Äpfel und die sind jeweils Glück. Du musst nur die Hand ausstrecken und dann kannst du diese überreifen Äpfel pflücken. Von daher, nimm dich zusammen, lass das Karma die schlechten Dinge regeln, konzentriere du dich auf die glücklichen Sachen und dann ist hier auch eine ganze Menge gewonnen bei dir in dieser Woche. Ja? Okay, das ist jetzt erstmal so mein Rat für dich für diese nächste Kalenderwoche. Was du draus machst, ist wieder deine eigene Entscheidung. Okay, ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jedes Like, ich freue mich über jedes Abo, und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und bis hoffentlich zum nächsten Mal.